Sie kämpfen seit einem halben Jahr für einen Tarifvertrag. Die Beschäftigten des in Berlin tätigen Briefdienstleisters Pinmail AG. Doch auch nach 6 Verhandlungsrunden hat das Unternehmen kein akzeptables Angebot vorgelegt. Stattdessen reagiert es mit Streikbrecherprämien und als neuestes mit Aussperrung. Als Aussperrung bezeichnet man die vorübergehende Freistellung von Beschäftigten während eines Arbeitskampfs, ohne Fortzahlung des Lohns. Ich finde die Aussperrung einfach Quatsch. Also ich fühle mich verarscht, auf Deutsch gesagt. Habe ich halt 2 Tage Aussperrung, ist mir eigentlich scheißegal. Wenn er so will, kriegt er's. Mit der Aussperrung, das ist für mich eigentlich unverständlich. Wenn sowas nach 20 Jahren das erste Mal wieder auftaucht, weiß man ja nicht, wie er auf so einen Gedanken kommt. Ziel des Streiks ist die tarifliche Regulierung der Arbeits- und Einkommensbedingungen. Ich möchte fair bezahlt werden für meinen Job. Da haut ja nicht hin. Kommst ja nicht hin mit dem Geld. Und also man muss irgendwo sehen, wo man bleibt jetzt. Mehr Lohn möchte ich haben, weil mit diesen 1480 Euro brutto, was ich jetzt so kriege im Monat, da kommt man ja kaum aus. Wir kriegen nur so viel bezahlt, wie der Arbeitgeber bereit ist zu zahlen. Und wenn die Krümel vom Teller fallen, die können wir kriegen. Ansonsten stellt er sich völlig stur. Ich bin jetzt 10 Jahre dabei und habe keine Gehaltserhöhung jemals gehabt. Andere Branchen haben Tarifverträge, da kriegt man von Streik nichts mit. Und wir sind jetzt gezwungen, zu so drastischen Mitteln wie Streik zu greifen, um unser Existenzminimum zu sichern. Meine Frau hat Sonnabend, Sonntag frei. Und ich arbeite aber Sonnabend und habe Montag dafür frei. Das letzte Mal habe ich vielleicht mit meiner Frau vor 3-4 Jahren, wo ich noch nie bei der PIN war, habe ich zusammen mal ein Wochenende frei gemacht. Ich bin jeden Tag hart am Arbeiten. Arbeit und Fleiß, und der andere hat Nutzen und Preis. Dieses Unternehmen ist auf unseren Knochen erbaut worden und jetzt wollen wir endlich mal dafür, Entlohnung haben in Form eines Tarifvertrages. Die Arbeitsbedingungen sind wie im Mittelalter. Die Pinmail AG wird sich auf einen längeren Arbeitskampf einstellen müssen. Ich versuche bis zum Ende durchzuhalten, einfach damit ich wirklich diesen Tarifvertrag bekomme, weil sonst sehe ich keine andere Chance, den dazu zu zwingen, mehr Geld zu bekommen. Ich war von vornherein entschlossen mitzustreiken, weil ich arbeite seit 11 Jahren bei der PIN AG und habe bis jetzt noch keine Verbesserungen gesehen. Wir müssen einfach mal Eier zeigen, den Atem haben, und wir wollen die Firma nicht kaputt machen, aber wir wollen, dass er jedes Jahr einmal oder je nach Laufzeit des Vertrages sich mit Verdi auseinandersetzt oder mit Leuten, die für uns das Geld aushandeln. Es geht auch nicht nur um die Zusteller, auch um die Produktion und alles andere, aber es haben alle was davon. Der Streik ist für mich jetzt erstmal unbefristet und ein Ende ist noch nicht abzusehen.